Kann ich dich irgendwie da rauslassen? Ja, ich kann dich auf jeden Fall da rauslassen. So. Jetzt müsste irgendeiner kommen und ihn da rauslassen, hoffe ich mal. Lässt du ihn raus? Ja, Gott sei Dank. Reiß das bitte mal ab. Das war jetzt nicht so praktisch. Der muss beim Cave-In da reingefallen sein. Upsi. Gut, der ist beim Trinken jetzt. Das hätte jetzt böse ins Auge gehen können. So, mein Mason ist wieder beim Steineklopfen. Andere sind beim Schlafen. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Verteidigung fertig. Dann müssen wir als nächstes uns mal um Privatzimmer kümmern. Dazu können wir gleich schon mal in den Jobmanager gehen. Und Betten herstellen. 20 Stück dürften erstmal reichen. Auch wenn wir viel zu viele Zwerge eigentlich haben. Und wir haben immer noch den spukenden Zwerg. Weißt du was? UM? Koff. Inwok Koff in 10 Stück. Das nächste, was wir machen sollten, ist unseren Friedhof anlegen. Denn wir haben einen toten Zwerg, der bei uns spukt. Das ist jetzt ein Schneesturm. Ein Schneesturm ist auch nicht so toll. War das gerade die Karawane, die abgezogen ist? F1? Ja. Und die Krone liegt immer noch dort. Ist auf dir irgendwie ein Dampfbefehl? Claim. So verbieten wir dich, so claimen wir dich, so dumpen wir dich. Okay, warum auch immer. Wirst du abgerissen? Ja, du wurdest schon abgerissen. Die Frage ist, wo kommen die Käfige hin? Du, hier nicht. Irgendwo müssten doch Käfige hinhören. Additional allow plant animal. Seid ihr nicht eigentlich Furniture-Käfige, auch wenn es komisch klingt? Barrels, Cabinets, Boxes and Bags. Ne, ich sehe Cages jetzt gerade nirgendwo hier. Wobei ich hätte schwören können, dass die hier gelagert werden. Okay. Gut, jetzt haben wir gleich den schmalen Pfad. Genau. Jetzt können wir hier minern. Und zwar am besten so. Gut, Building. Bridge G. Dreier Brücken, nämlich hier. Und zwar. Gehst du nach hier aus Gabbro? Wirst du nach hier hochgezogen? Und noch eine Brücke. Auch wieder eine Dreier. Du wirst nach hier hochgezogen. Auch wieder aus Gabbro. So. So.
Jetzt gehen wir eins nach oben, geben hier nochmal einen Mining-Befehl. Hier 3x3. Ah, am besten noch ein bisschen tiefer, so. Gut. Oh, da draußen ist übrigens alles verschneit. Und verweht. Snow covered, ja. Also der Schneesturm hat da ordentlich gewütet. Gut, hier wird auf dem Masonry für die Konstruktion gewartet. Da liegt ein Granitmechanismus rum und noch einer. Ich glaube, ich gebe mal Designations B, C, Reclaim Items, das hier so. Was ist mit dir jetzt wieder los? Mit meinem Armorer? Units, genau du. Okay, du lebst doch. Ich dachte schon, du bist schon wieder in dem Käfig gefangen. Okay, mein Mason ist jetzt erst einmal damit beschäftigt, hier das Ding freizumachen. So, jetzt müssten wir eigentlich hier als nächstes einen Channel-Befehl machen. So, aber erst einmal brauchen wir eine Downward Stair mit J. So. Jetzt müssen wir erst einmal tief graben. Gut, Downward Stair ist gegraben. Up-Down-Stair brauchen wir dann. So, dann brauchen wir nochmal eine Up-Down-Stair. Die Mechanismen liegen immer noch darum. Achso, ich weiß, warum sie darum liegen. Die beiden Mechanismen gehören nämlich zu den Fallen da und die sind suspended. Deswegen kann mein Mechaniker nicht weiterarbeiten. Bist du in der Käfigfalle jetzt, Hühnchen? Du bist kein Hühnchen, du bist ein Hase und du bist in keiner Käfigfalle. Okay. So, das heißt, die Käfigfallen sind gesetzt. Brücke wird gebaut. Die Fortifications sind übrigens auch schon fertig. Was ich gut finde. Gehen wir mal kurz hier hin. Hier sollte auch mal Rock Crafts gemacht werden. So. Gut. Hier brauchen wir noch eine Up and Down Stair. Und dann können wir hier loslegen, nochmal mit dem Channel-Befehl. Und zwar wird alles gechannelt. Hier alles gechannelt. Außer die Stützbalken hier. Und die Stützbalken hier. So, muss alles gechannelt werden. Genau. Und dann verabschieden sich hier schon mal die Up and Down Stairs. Die Brücken sind nämlich übrigens fertig. Levers brauchen wir noch neue. Groß T. Lever. Da wir jetzt hier Platz haben, bauen wir zwei Levers noch auf.
Während wir hier drauf warten, dass die Miner hier fleißig runterminern und neue Designation. Das war falsch. Nein. So. Dick. Ja, genau hier. Nämlich diese Treppe freilegen, dass sie auch wieder hochkommen. Gut. Ja, jetzt sollten sie Zugang haben und hier ordentlich minern können. Oder channeln, besser gesagt. Und dann werden auch die Stairs entfernt. So. Gut. Das ist das hier nämlich sozusagen unsere Verteidigungspassage. Also wir locken die Goblins hier auf diese Brücke, auf diesen Steg, ziehen diese Brücke hier hoch. Wenn sie dann auf diesem Steg sind, ziehen wir die Brücke hier hoch. Und dann können die Armbrustschützen sie von hier aus betackern. Und wenn sie halt runterfallen sollten, können sie hier wieder hochgehen. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch etwas machen, nämlich einen Barrow festlegen. Ah, das muss ich jetzt erstmal gucken, wie das nochmal ging. Nobles and Administration, Hotkeys, Set Building, Stockpile Zones. Eine Zone war das nicht. Nein. Ein Barrow ist nämlich ein besonderer Ort für die Zwerge. Designations war es, glaube ich, auch nicht. Traffic Areas. Nope. Squads. Falsch. Das Squads war es garantiert auch nicht. View Units, Hotkeys, View Items, Tasks, Zones, Howling. Ach, Make Barrows, ich bin blind. New Barrow. Enter, define this barrow. Und jetzt sagen wir, der Barrow geht von hier bis hier. So, das ist der Barrow. Und das ist mein Panic Room. So. Und jetzt kann ich über Militär, was ich euch später nochmal genau erklären muss, weil das letzte Mal hatte ich nur im Panikmodus, als die vergessene Bestie gekommen ist, hier ein bisschen was gemacht, kann ich hier den Panic Room aktivieren. Jetzt werden alle Zivilisten in den Panic Room flüchten. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Sondern lass erst einmal alles so, wie es ist. So, die Levers sind aufgestellt. Jetzt muss ich sie nur noch verlinken. Und zwar den Granitlever mit einer Brücke verlinken. Nicht mit der, sondern mit der hier. Mit zwei Mechanismen. So. Und der Lever kriegt noch einen Task, damit man sieht, dass es geklappt hat. Nämlich wird er mal gepult. So. Verlinken wir erstmal den einen Lever und dann den anderen. Und wir haben Coffins. Liegt die Zwergenleiche noch hier draußen rum? Ich traue mich eigentlich gar nicht, das zu fragen, aber ja, sie liegt rum. Runter. Hier muss noch ein bisschen gechannelt werden. Da müssen die ganzen Rampen hier unten entfernt werden. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier frei machen, weil hier ist ja bereits. Okay, Trash Tank kann was nicht hinbringen, weil das Item Egg nicht
zu erreichen ist. Das liegt wahrscheinlich an dem Lever hier. So, und jetzt linken wir dich noch zu einer Brücke, nämlich zu der hier. So. Gut.